Einen wunderschönen guten Morgen, Sportsfreunde. Wie gestern angekündigt, heute steht der Strongman Cup in Rosenheim an. Und ja, man könnte sagen, die Aussicht ist bei entsprechendem Wetter hier doch ganz nett. Ja. Da hinten, hinter den Wolken, verstecken sich so ein paar komische Berge. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir haben uns gestern noch ausführlich unterhalten mit einem der beiden senkrecht startenden Newcomer in dieser Strongman-Saison. Wir werden uns nachher noch vor der Kamera sehen. Jetzt gibt es ein Frühstück und dann legen wir auch schon gleich los mit dem Dragon Slayer Mode. Seid gespannt. Sportsfreunde, wir stehen kuschelig eng unter einem 3x3 Meter Pavillon mit ungefähr 100 Leuten. Und es regnet ein wenig stärker, als man sich das wünschen würde. Also immer mehr als null ist so doof für so einen Strongman-Wettkampf, aber es regnet ganz schön heftig. Und wir haben gerade in der Athletenbesprechung schon darüber gesprochen, einige Disziplinen ein bisschen umzustellen, damit das eventuell die Verletzungsgefahr dann doch ein bisschen minimiert. Aber derzeit ist es so stark, dass es sehr fraglich ist, ob dann überhaupt Sachen möglich sind. Natürlich so Autokreuzheben und Halten, wenn die Griffe komplett nass sind, etwas schwierig. Wir schauen mal, was
Freunde, Wettkampf ist vorbei. Jetzt werden hier die Gewichte gerade vorbeigetragen. Oh, danke schön. Und ich habe mir mal den Markus Göller geschnappt. Markus, Tag erstmal. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja. Alles gut überstanden? Ja, überlebt. Das gelbe T-Shirt bedeutet, der junge Mann ist der Führende in der zweiten Liga der GFSA und hat bis jetzt zweimal gewonnen. Zweiten Platz. Zweiten und heute potenziell großer Wahrscheinlichkeit. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht informiert. Ich auch nicht, aber ich glaube, du hast gewonnen. Es sah sehr gut aus. 8 Wiederholungen mit der schweren Wurzhandel, ihr habt es gerade ja im Video gesehen. Ja, wie fühlst du dich insgesamt damit? Das ist ja deine allererste Saison. Ja, das sollte schon zum Aufstieg reichen. Also, ist auf jeden Fall das Ziel, sagst du. Ja. Ja, wie bist du dazu gekommen? So, du hast mir ja letztes Mal ein bisschen was erzählt. So. Ja, ich mache das schon 10 Jahre lang. Also Kraftsport? Ja, Kraftsport, ja. Mein Freund so Powerlifting, auch Kidney-Wecker mitgemacht. Früher mal so Steigenheben, so Steigfesten, so Kraftgebühren. Und ich würde sagen, hat es mir mal so ein Bibarus gehabt, Eisenberg, Thüringen. Ja? Ja, mitgemacht. Ich wollte wieder auf Strongman gehen. Da hat es mir dann aber, hat er das eben weggelassen. Oh. Das war dann wieder langsam angefangen. So. Jetzt kam ich halt wieder ran als Trommeln. Ich habe gesagt, jetzt probierst du nochmal und guckst da, was geht. Läuft gut. Was sind so deine Kraft-3-Kampf-Werte mal so für den Vergleich, damit man mal sich orientieren kann an so einem guten Strongman, Leute? Ja, Kreuzheben so 3,15. Ich habe jetzt 190 gedrückt. War aber jetzt anstieg mal 200 Kinder hoch. Und 32 mit Sling hat er mir dann erzählt. Die Beugen kann man jetzt nicht. Ja, die nehme ich nur mit 1 von den Knie. Ah, okay. Oder breit. Ja, ja gut, mal breit, 3,40. Ja, auch equipped sind 3,40 schon eine starke Ansage. Also Leute, ihr hört, um richtig, richtig weit vorne zu sein, muss man ordentlich Power und Dampf haben. Hat der Markus auf jeden Fall. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, auf jeden Fall. Immer wieder großartig mit den Athleten in der Strongman Liga auszutauschen. Jeder kämpft mit sich selber. Macht viel Spaß. Jawohl. Ja? Der hat den 8. Platz gemietet. Ich glaube, so viele 8. Plätze hat noch keiner geschafft. Roman Schenk. Nichtsdestotrotz, die 2. Liga ist sehr, sehr stark. Und da ist ein 8. Platz von 33 Athleten eine Top-Platzierung. Auch der nächste ist sehr stark gekämpft, besonders zum Schluss beim Überkopf-Medley. 7. Platz für Tim Schmidt. Für unseren nächsten Athleten, da sehe ich auch eine sehr große Zukunft. Bei seinem 2. Wettkampf auf dem 6. Platz, David Sobiak. Wahnsinnig. So, das war der Strongman Cup in Rosenheim. Und, Sieger in der Mitte versus Gerd. Eins Quatsch, der Sieger in der Mitte, der zweite rechts von ihm, der dritte links von ihm. Und es lief gut. Für was haben wir die Treppen mehr? 7. Platz. 17. Wobei ich 2 Plätze quasi hochrutsche, weil 2 Teilnehmer aus Österreich waren, der 1. und der 5. Also alles gut, klappt sozusagen für die Gesamtwertung. Bin ganz klein bisschen enttäuscht, das Autokreuzheben war als erste Disziplin statt dem angekündigten Hold, was für mich vielleicht etwas besser gelaufen wäre, aber hey, kann man auch nicht genau sagen. Insgesamt sehr zufrieden. Disziplinen dabei, die ich so in dem Sinne noch nie im Wettkampf gemacht habe. Die Dumbbell war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Hat viel Spaß gemacht, wieder tolle Athleten. Zum Glück wurde das Wetter auch noch besser. Ja, 7. Platz. Wie gesagt, in der Wertung wird es der 5. Was die Tabelle angeht. Das heißt, das Ziel Aufstieg ist noch zum Greifen nah. Leipzig, ich komme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommt noch kurz der Martin Wildauer für euch. Den schnappe ich mir noch. Und ich sage schon mal, bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut. Dragon Slayer Mode. Wie immer, Social Media Shenanigans. Like, Share, Subscribe. Einkaufen über die Links und natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben geben. So, ich habe es euch versprochen, ich habe mir nochmal einen richtig starken Mann geholt, nämlich den Martin Wildauer aus Österreich, seines Zeichens Strongman Champions League Sieger im Jahr 2015. 14, Verzeihung. Mit abgerissener Achillessehne hat man ihn vorgerechnet. Du kannst doch gewinnen und dann hast du es einfach gemacht. Genau, ja. Schön, dich mal zu treffen, Martin. Danke, dass du da bist.
Im Übrigen ist der Mann jünger als ich. Ich will nur noch mal sagen, ich habe zu spät angefangen. Wie sind die aktuellen Pläne? Wie geht's dir aktuell? Was läuft? Ja, im Moment geht's eigentlich ganz gut. Ich war gerade in Arnold Classic in Südafrika. Ich hoffe, da wieder 420 Kilo Gold heben können. Und relativ, ja, die Vorbereitung war nicht optimal. Okay. Weil mein Land davor in Brasilien bei der Arnold Classic eingerissen habe, 7 Wochen davor. Okay. Aber ich bin insgesamt sehr zufrieden. Und meine Pläne sind, ja, ich werde schauen, dass die österreichische Föderation im Frühling weiter aufbaut. Da werden wir jetzt ein paar Wettkämpfe haben dieses Jahr, dass auf der Nachwuchs ein bisschen besser kommt. Da tun wir sehr viel und selber werde ich wahrscheinlich ein paar Wettkämpfe im 1 teilnehmen, ein paar internationale Champions League und die Arnold Classic in Hongkong werde ich wahrscheinlich teilnehmen. Ja, Wahnsinn. Zwei deiner Athleten haben ja sich schon direkt qualifiziert von Giants Live, genau, die heute auch mit dabei waren. Darum, wie eben schon erwähnt, bin ich doch nicht auf dem 7., sondern eigentlich auf dem 5. von der Rechnung her. Ja. Ein Glück. Ja, wie läuft das bei dir? Hast du so einen Athletenkader? Hast du so Freunde? Wie kommt ihr zusammen? Beim Training, ja, der Lukas trainiert überhaupt bei mir im Studio. Also wir trainieren zusammen im Studio. Ja. Die Disziplin bei 1. Der Konrad, der ist in Wien und trainiert bei Nemo, also sind wir alle eine Gruppe. Okay, klar, unterschiedliche Trainingsplätze natürlich. Ja, Wahnsinn, wie sieht es aus mit WSM? Ja, WSM werde ich dieses Jahr nicht machen, weil da habe ich zu wenig Urlaub, weil ich habe über eine Woche für Brasilien gehabt und jetzt 2 Wochen für Südafrika. Da werde ich lieber Hongkong machen, da noch lässig, weil das ist zeitgleich anscheinend und es macht natürlich mehr Spaß, weil da ist nur ein Tag Wettkampf, einmal wieder treffen und dann macht natürlich einiges mehr Spaß. Die 420 hast du ja unter bestimmten Bedingungen gezogen. Erzähl das nochmal kurz. Ja, die 420 habe ich gezogen, nachdem wir in Brasilien, das war knapp 7 Wochen, bevor ich ein Latte eingerissen habe. Und da habe ich natürlich das Kreuz nicht trainieren können. Aber du hattest ja besondere Motivation. Ach so, ja, das. Natürlich habe ich nicht gewusst, was ich ziehen kann und war ich mit den 400 schon zufrieden. Aber dann ist der Schwarzenegger da noch selber gekommen und hat genau zugeschaut, wo bei mir dann 420 aufgelegt war. Und das habe ich natürlich ziehen müssen, weil ich kann nicht vorm Arnold dann die 420 liegen lassen. Das ist mal motiviert. Ja, großartig. Ja, vielen Dank, Martin. Vielen Dank. Schön, dich mal getroffen zu haben. Ja, wir sehen uns. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut mal, gibt ganz viele Videos. Unglaubliches Monstrum. Ihr seht es ja, ich wirke schon wieder viel zu schmal. Also ich werde jetzt was essen, damit das nächste Mal nicht so aussieht. Und danke. Viel Spaß. Danke. Fuel your ambition.